Herzlich willkommen, mein Name ist Andreas Klamm-Sabaoth, Journalist, Autor von 11 veröffentlichten Büchern, Redaktionsleitung und Gründer von Radio TV IBS Liberty und des internationalen Medienprojektes für Menschenrechte Liberty and Peace Now. Ich wünsche allen Zuschauern an dieser Stelle eine frohe und gesegnete Zeit des Advents, frohe Fest- und Feiertage, ein frohes und friedvolles, erfülltes und auch gesegnetes Weihnachtsfest und natürlich einen guten Rutsch in das kommende neue Jahr 2016 und ein gutes, friedvolles, glückliches Jahr 2016. Die Grüße sende ich recht früh, aufgrund dessen, weil ich leider immer noch schwer erkrankt bin. Mir geht es nicht so gut, das sieht man leider zurzeit auch in vielen Bereichen, leider auch in den Radio- und Fernsehsendungen. Es würde wenig Sinn machen, jetzt über all die Probleme zu berichten, aufgrund dessen, dass ich seit fast 2 Jahren inzwischen Sofortbewegung auf die Hilfe eines Rollstuhls angewiesen bin, bin ich ganz erheblich in der Mobilität eingeschränkt und es bestehen leider insgesamt 30 schwere Erkrankungen, die zu zahlreichen Problemen in allen Lebensbereichen führen. Und aus diesen Gründen und weiteren Gründen wird es mir daher nicht möglich sein, allen Menschen eine Karte zu den Fest- und Feiertagen zu senden oder auch einen Brief. Und es wird mir auch nicht möglich sein, via Facebook oder via Internet alle Menschen, die mir viel bedeuten, eine Grußbotschaft zu senden. Und so nutze ich jetzt auch eine Sendung bei Radio TV IBS Liberty, um Grüße zu senden für eine frohe und friedvolle, mit Liebe, Gesundheit und Heilung erfüllte Adventszeit. Für ein frohes, erfülltes, mit Liebe erfülltes, gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Silvesterabend und eine gute Silvesternacht und einen guten Anfang zum Neujahrstag, 1. Januar 2016. Es sind nur noch wenige Tage bis dorthin. Im Grunde genommen ist es durchaus möglich, jetzt schon die Stoppuhr zu stellen und langsam den Countdown für das Jahr 2015 einzuläuten. Da eine Wunderheilung leider nicht zu erwarten ist und vermutlich auch noch mit einer längeren Krankheitszeit zu rechnen ist, sende ich für in diesem Jahr früher die Grüße auch auf diesem Weg via Radio TV IBS Liberty aus und wünsche Ihnen nur das Beste, Glück, Frieden, Liebe und Freude. Vor allen Dingen den Menschen und auch den Tieren, die krank sind, Heilung, baldige Genesung, soweit zumindest wie möglich und vor allem Gesundheit. Gesundheit ist sehr, sehr wichtig. Und viele Menschen wissen, dass ich als freiberuflicher Journalist natürlich nicht reich werden konnte und auch nicht in meinem Zweitberuf als staatlich geprüfter Gesundheits- und Krankenpfleger mit 3-jähriger Ausbildung, Staatsexamen 1993 in Tübingen. Gesundheit kann man leider auch als Millionär nicht kaufen, das bin ich ohnehin nicht, aber wenn man arm und schwer krank ist, dann hat man es leider oftmals noch viel, viel schwerer. Und daher wünsche ich Ihnen ganz besonders auch baldige Genesung und Heilung so weit wie noch möglich. Und Gesundheit, Gesundheit für die Menschen und Tiere, die krank sind. Und Gesundheit auch den Menschen, die gesund sind. Und vor allen Dingen wünsche ich Ihnen auch, bleiben Sie gesund. Wenn es irgendwie möglich ist, bleiben Sie gesund. Hier und da werde ich sicherlich einen Weihnachtsgruß senden oder auch schreiben und schicken. Und für alle, die jetzt keinen persönlichen Weihnachtsgruß bekommen und keinen Brief und keine Postkarte. Ich bitte um Verständnis, dass ich aufgrund von schwerer Erkrankung diesen Weg wähle,
mittels Radio- und Fernsehsendung die Grüße zu den Festtagen, zu den Feiertagen und für ein gutes neues Jahr 2016 bereits heute zu senden. Vielen Dank für Ihr Interesse, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Mein Name ist Andreas Lamm-Sabaoth, Journalist, Autor von 11 veröffentlichten Büchern, Redaktionsleitung und Gründer von Radio TV IBS Liberty und dem internationalen Medienprojekt für Menschenrechte Liberty and Peace Now, Human Rights Reporters. Thank you.